Klingt, als käme jemand herein. Guten Morgen, Yunaka. Warum ist dann eigentlich immer so eine trübe, düstere Wolke? Okay. War mal tiefe Stimme. Das sollte Wanda sein. Okay, ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Hatte ich mit ihr nicht schon so einen Wegdienst? Kann man ihr nachgucken, ne? Weiß ich gar nicht. Ich hatte einen mit ihr, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ich habe übrigens mal irgendwann mal ausprobiert. Und ich glaube, anscheinend kann man nur einmal geweckt werden. So. Ist mal ein bisschen viel zu viel geschlafen, aber was soll's. So, heute machen wir welches Kapitel sind wir eigentlich? 7, ne? Ich habe hier offscreen hier im Somnia die meisten Sachen gemacht, bis auf einige der wichtigeren Sachen, die ich aufnehmen will, zum Beispiel die Unterstützungsgespräche, ne? Und ja, wenn wir damit fertig sind, sollte hoffentlich nicht so lange dauern, dann können wir ins nächste Kapitel reingehen. Aber erst einmal gucken wir uns hier unsere Unterstützungsgespräche an. Die gehen da Gott sei Dank nicht so lange. Fram und Butchorn schon B-Support. Ja, okay, sie heilt viele Charaktere. Deswegen kriegt sie viele Support Points, ne? Ach ja, er will ja die Geschichte vorlesen. Also, ich sag jetzt mal, dass abgestellt ist. Ja, Bücher. Ich liebe auch Bücher. Ich glaube, ich habe nur 2 Bücher, ne, 3 Bücher, glaube ich, im Leben gelesen. Eins davon war ein Star Wars Buch. Eins war eins, als ich in der Schule lesen musste. Nein, das war ein Kinderbuch. Auch jetzt kannst du lesen, Bücher verstehen. So, kriegen die eigentlich auf dem Feld, also im Kampf, auch irgendwie Supportpunkte? Also so wie das in Fire Emblem normalerweise ist, wenn Charaktere Supportpunkte haben, dann, wenn die in der Nähe im Kampf sind, dann bekommen die, weiß nicht, so ein paar Bonuswerte, so, weiß ich nicht, mehr Ausweichen, mehr Treffer und so Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt der Fall ist. Oder ob das nur irgendwie, weiß ich nicht, ästhetisch ist oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Fire Emblem Haus ist, aber. Nein, Echos. Den Game Boy Advance spielen war dann auch so. Nein, Radiant dann auch, den 10. Teil auch, glaube ich. Aber da waren die Supports tot langweilig. Da gab es irgendwie, weil einer der Charaktere hat einfach nur irgendwie so einen Standardsatz gesagt, so, auf dich kann ich mich immer verlassen. Stimmt, du kannst immer auf mich verlassen. Support C erreicht. Im Kampf. Weil Supports in Fire Emblem spielen waren früher im Kampf. Also mitten in der Schlacht.
Was manchmal etwas merkwürdig ist, weil einige Leute reden über merkwürdige Sachen mitten im Kampf. Oder tun merkwürdige Sachen mitten im Kampf. Okay. Ich habe nicht so richtig aufgepasst, worum es hier ging. Sie frisst zu viel. Und er sorgt sich um sie. So habe ich da verstanden. So haben wir dann auch. Dann. Ich habe gemerkt, Staffeltickets 3 steht da. Ich bekomme irgendwie jedes Mal, jeden Tag irgendwie hier so Staffeltickets, glaube ich, ne? So, mit Marv müssen wir noch reden, weil damit ich weiter leveln kann, ne? So, Somniel nach Mitstreiter zu suchen. Ich will einmal Charaktere, die was finden können, oder? Für die andere Hälfte deine Haare auch blau färben. Ich weiß noch, wie in Super Smash Bros. Brawl Marv voll feminin aussah. So. Und da Mercurius, das ist also die Waffe hat er dann, wenn er, wenn ich mich mit ihm verbinde, ne? Die habe ich jetzt nicht so bekommen, ne? Dafür ein bisschen krass. Warte, ich nehme jetzt mal sehr stark an, nicht, ne? Nein. Okay. So, dann machen wir Essen. Ja. Da muss ich mir wieder zwei Leute hier aussuchen, ne? Am besten zwei, die sich auch miteinander befreunden können. Wie war's mit Anna? Weil du bist neu, ne? Ich glaube, sie konnte nur mit Fram, ne? Ja, nur mit Fram. Dann machen wir das so. So, und ich hätte gerne, was hätte ich denn gerne? Ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, ne? Die Werte, finde ich. Also wahrscheinlich schon, aber Stärke, Magie, Geschicklichkeit. Ich hätte gern mehr Geschicklichkeit. Geschicklichkeit ist eigentlich immer gut, weil dann kann man besser doppeln, besser ausweichen. Irgendwas sagt mir, ich habe genug Zeugs hier. Kandierte Früchte, Magie und Resistenz und Geschicklichkeit plus 2. Ja. Machen wir das. Oh, ich habe eine Menge Orangen. Tun wir mal einen hiervon einsetzen, obwohl ich mache erst, wenn ich mehr davon bekomme, weil die habe ich alle durch diesen Pass bekommen und ich will keine gecheateten Items benutzen. Sehr. Oh. Ja, wir haben alle von Link studiert. Also, diese Zutaten sind von erstklassiger Qualität. Wo kommst du sowas bisher? Moment mal, du hast die besorgt? Weil die guten Zutaten woher kommen? Ach was, ihr habt die besorgt? Ja, hier im Somniel. Hallo. Okay. Wenn Firenisch zusätzlich. Ach, weil er hat gekocht hat, nehme ich an. Alter, das sind ganz schön viele Werte. Die Reste wurden zum Mitnehmen verpackt. Alfreds Ration. Oh, hatte ich noch nicht. Rang A. So, Support. Nein, schade. So, und hier auf der Karte kann man auch schon sehen, was ich alles gemacht habe. Da unten links steht schon bestellen mit den Haken. Also kann ich auch gut irgendwie überschauen, ja, was ich schon gemacht habe und so. So, Krafttraining. Ich habe ein paar Liegestütze gemacht, um die Stärke zu holen von meinem Hauptcharakter. Dann bleibt eigentlich nur noch die Arena, ne? Nee, halt. Ich habe ja irgendwie offscreen mit, habe ich schon vorher gemacht, mit Butchern, mit also ich habe das hier gemacht. Ich bin ja direkt hier. Ich habe hier Emblem gemacht und ich habe hier mit Butchern ja Sigurd trainiert.
muss halt hier so ein bisschen von diesen Bandfragmenten hier reinpacken und dann leveln die bis zu dem Level auf, ne? Mehr oder weniger gratis. Aber Problem ist, ich will ja die Fähigkeiten erben, ne? Ich habe das eigentlich gemacht, damit er hier so Sachen lernt wie Lanzenkraft und so, ne? Aber ich muss noch FP dafür haben und irgendwie kriege ich die nicht. Hier ist jetzt zum Beispiel 600 FP. Ich glaube, dafür muss ich irgendwie diese Superringe ausrüsten und mich oft verwandeln, ne? Dann kriegen die Erstpunkte, weil irgendwie bekommen die Charaktere, von denen ich hier die, für den ich hier die Dings haben will, keine Punkte. Also ja, da muss ich mir mal überlegen, muss ich mal diese ganzen Superringe hier mal hin und her wechseln. So, aber wir machen jetzt erstmal hier, wir setzen erstmal Anna hier in die Arena. Sie wird wahrscheinlich voll aufs Maul kriegen, egal gegen wen sie kämpft. Ah, mal schauen. John. Oh. Oh nein. Obwohl, wenn sie jetzt noch mal trifft. Zack. Sehr gut. Also am besten wäre ich ja immer mit dem stärksten Charakter hier reinzugehen, ne? Damit man irgendwie sicher gehen kann, immer zu gewinnen, ne? Aber da bringt ja irgendwie recht wenig, weil ja, ist halt der stärkste Charakter, ne? So. Oh, Anna ist so tot. Ja. Dreck. Ah, wenn sie nicht daneben gehauen hätte am Anfang. Hätte sie sogar gewonnen. Oh, Gespräch verfügbar. Cool. Machen wir da erstmal. Boom. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass ich dir aufs Maul gegeben habe. Sie ist so winzig. Das ist so komisch. Und sie hat eine Axt. Eine Chibi-Axtkämpferin. その日は恋人たちが互いに贈り物をし合うとか。そう、それよ。恋人たちは毎年花を贈り合っているわ。でもいつもそれじゃ飽きちゃうでしょ。そんな既成概念に革命をもたらす画期的な新商品を作りたいと思ってるの。おお、難しい言葉を知っているんですね。 Okay, wir attestieren das Kind wegen großes Ziel. Oh, ein kleiner Krebs wie du schaffst das noch nie im Leben. ネックレスなんて世の中に溢れてる。平凡すぎて面白くないわ。うん、そうですか。どこにでもあるようなものを欲しがらないの。特別な一つしかないものを欲しがるの。そういうものを考えないといけないのが商売の難しいとこなのよね。なるほど。では、めげずに。 Cool. Wir unterstützen das Gespräch mit Anna. Oh, neue Verbündetenseite. So, dann noch mal Anna. Wenn sie jetzt noch einen Kampf gewinnt, dann müsste sie eigentlich auch leveln. Ich habe extra ihre Leichtaxt auch noch ein bisschen hochgeballert, damit sie ein bisschen besser trifft und so. Oh mein Gott. Wenn du jetzt noch mal zweimal triffst, ja, komm, noch einmal. Jawohl. Ah. Sehr gut. Ach, er hat ein Leichtschwert ausgerüstet. Kein Wunder, warum er so wenig Schaden macht. Sehr cool. Oh, Stärke, Geschick. Okay. Na, war alle, ne? Cool. So, dann will ich noch ganz schnell zum Amiibo-Pavillon gehen.
einfach nur. Wo ist er? Gute Frage. Wo ist er? Hier, ne? Im Obstgarten. Ich habe übrigens Anna mal hier Mikaya als Ring gegeben, damit sie Stäbe benutzen kann. Weil ich glaube, das bringt es auf jeden Fall, weil dann kann sie Stäbe benutzen und muss nicht unbedingt kämpfen, um irgendwie Erfahrungspunkte zu bekommen. Hier sind schon wieder neue Sachen gespawnt, das gibt es nicht. Sammle ich die mal ein. Ich weiß nicht, wann die respawnen. Ob das jetzt, wenn das ein neuer Tag ist oder ob man, wenn man schlafen geht, ob die neu respawnen. Ich werde jetzt nicht nochmal einsammeln. Sagt er, während er trotzdem einsammelt. Sind sowieso nur Kleinigkeiten, so wie Essen und was weiß ich nicht alles für Zutaten. So, ich will mal kurz hier hingehen. Ich habe hier 5 weitere Amiibos bereit. Ich habe nur noch 4 andere Fire Emblem Amiibos. Wir nehmen mal Alm, der zweite Hauptcharakter von Fire Emblem Echoes. Dann nehmen wir mal Lucina, auch bekannt aus Super Smash Bros. Dann nehmen wir mal Chrom, auch bekannt aus Super Smash Bros. Fire Emblem Awakening. Dann habe ich noch Tiki, ein Hauptcharakter von ein Charakter von Fire Emblem 1 und 3. So, und das sind alle einzigartigen Amiibos. Ich habe jetzt, will ich mal sehen, was passiert, wenn man einen doppelten einsetzt. Ich habe ja schon mal Marv zum Beispiel eingescannt. Also zeig mal, was kriege ich jetzt? Staffeltickets. Um. Also ziemlich nutzlos eigentlich. So. Ich hätte gerne Mikayas Klamotten. Da sehe ich es nicht mehr. So, Musik. Alles Frühlichts. Ach, da ist das normale Kartenthema von dem Bund der Morgenröte, also Mikayas Robin Hood Truppe. Boah, ich hätte lieber Ike's Thema gehabt. Das ist irgendwie, das ist auch irgendwie hat Fire Emblem Radiant Dawn Thema. So, seltener Fisch. Oh. Ja, ne, man kann bestimmt irgendwann hier angeln. So, damit haben wir alles erledigt, ne? Wir haben alles erledigt. Das andere ist jetzt nicht so wichtig. Können wir noch ein paar Ringe und so machen, aber ja. Staffeltickets kann ich nichts mit anfangen. Ich habe mit allen Leuten geredet. Ja gut, dann können wir zum nächsten Kapitel gehen, würde ich sagen. Dunkles Emblem heißt das nächste Kapitel. Was hat das zu bedeuten? Ja, diese Spawns, die tun sich auch, glaube ich, jeden Tag. Ich bin übrigens hier noch keinen einzigen von denen da reingegangen. Weil das wäre zusätzliches Grinden und das macht man nicht im Fire Emblem. Außer wenn es unglaublich schwierig ist. Oder man spielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. So, sind wir immer noch hier in Firen? Ich weiß nicht. Egal, Viadukt. Kapitel 7. Die Gruppe versucht, die Grenze Brodias zu überqueren. Das Königreich bewahrt ebenfalls einen Ring. Dann gehen wir mal rein da. Gucken, was hier abgeht. Also gehen wir doch hier auf den neuen Kontinent. Meine Frage direkt beantwortet. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Da treffen wir bestimmt einen von den anderen Charakteren aus dem Intro. Alfred, schmeiß dich vor mir. Was? Warte, was? Wer seid ihr? Ihr seht wichtig und cool aus. Schließt euch mir an.
Alter, was hat das hier für ein coole Blade? Ich werde übrigens gerade nur eingebildet, oder ist der Pfeil einfach gerade verschwunden vorhin? Ich habe irgendwie nicht gesehen, wie der vorbeigeflogen ist. Das ist wie Felix aus Free Houses. Schließ dich uns an. Was? Okay, definitiv nicht Felix. Uns wäre voll der Edgelord nämlich. いえ、見事な土下座だ。下級の国境兵か。待ってくれ。なんだか見たことのある顔だ。君は、いや、あなたはもしかして。僕はプロディア王国第二王子、スタルークです。王子様。やはりスタルーク王子でしたか。はい、名乗るのが遅れてすみません。 こっちは進化のラピスと一人にかです。ご機嫌よ、神竜様方。ブロディア王こそ。王こそ感が全くありませんね。すごく警戒されています。少し気が張っていたんです。ずっとお化け物を討伐していましたから、あなたがご一行がいらっしゃることと、その事情はイブ女王からの書簡により存じ上げておりました。父である ブロディア王をモリオンの直命で国境までを。先生、私は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 
Ich nehme an, Ringe bedeutet Yubi war, ne? Weil Yubi bedeutet Finger, ne? Das Wort habe ich schon öfter gehört hier. Ich dachte, die ganze Zeit sagen Yubi, aber Yubi bedeutet doch Finger. Hm. Du musst alle Finger sagen, um mit nun den Drachen zu legen. ところがなくて国王や民からも認められている魅力的な方です。で、その残りカスが僕です。そんなにヒゲされなくても。セタリザ、ロータリーグ、トゥープ、オスイムイントロ。これやっとブラウアラ。グランスローハシですよ。今日はやけにヒゲが多いな。セナビアドク。イケン、イケンドアクアドク。 Das hast du auch gerade erfunden. Okay, was zum... Was bist du? Das Idol in diesem... Sieht aus wie die VTuberin, die ich kenne. Sie sieht außerdem total aus, als würde sie irgendwie ein rekrutierbarer Charakter. Ist irgendwie verwandt mit Yunaka. Sie hat auch so ein Tattoo irgendwie im Gesicht. ブロディアは欲深く野蛮な国だって。私もブロディアは嫌い。 領土を広げようとして、しつこく侵略に来るんだもん。それって本当にとっても迷惑なの。兵士や民たちがどれだけ傷ついたか。ブロディアはただ領土が欲しくて侵攻しているわけではありません。イルシオンの怪しい動きから自国を守らないと、民を脅威にさらすわけにはいきませんからね。それで今日は仕返しのつもりで。 ブロディア侵攻に来たのですか。まさか、この私がショーでそんな大それたことできるわけないでしょう。私は指輪を奪いに来たただけ。イルシオンをお父様のご命令でね。国王がそんな命令を。私はこの国から、ね、全部出して、そしたら殺さないでいてあげる。全部出して、そしたら殺さないでいてあげる。 めんどくさい。いっぱい指輪が手に入ると思ってこっちを選んだのに、ブロディア城の方に行くお姉様が羨ましくなってきちゃったな。それはイルシオン大使王女がブロディア城を襲撃するということですか。あ、これ言っちゃダメだったっけ。大変です。早く城に戻りましょう。通すわけないわ。指輪を持って帰って。 Das Charakterdesign verwirrt mich ein bisschen in diesem Spiel. Sieht aus wie irgendwie ein Pop-Idol. Nicht irgendwie wie ein Charakter aus einem mittelalterlichen Fantasy-Setting. Okay. Hortensia besiegen. Gucken wir uns mal an. Battle on the Big Bridge. Oh, sieht aus wie so ein Level aus Fire Emblem Radiant Dawn. Nur hatte ich keinen Ike hab, der irgendwie, den ich einfach da irgendwo platzieren kann und alles fertig macht. Okay, hey. Goldberry, Rosado. Okay, sie hat einen Meistersiegel. Sie ist Level 13. Sieht ein bisschen
zu hoch gelevelt, als dass irgendwie vielleicht spielbarer Charakter wäre. Aber vielleicht ist irgendwann später rekrutierbar. Die Einheit einen Heilstab, erhält sie Reichweite +1. Die Scheibische verwöhnte Prozesse von Illusia. Sie ist ihr Familie und Freunden hingegen bis wohl zugetan. Um Elfen nicht. Warte mal, sie ist eine Pegasus-Ritterin mit Magie. Oh nee. Mit enger Verbindung zu Raubtieren. Kämpft mit Buch und Stab vom Rücken eines Pegasus. Okay, dann haben wir Osado, Weibenritter. Pure Niedlichkeit. Ist der Gegner männlich, fügt die Einheit ihm im Kampf ausweichen -20 zu. Treue von Prinzessin Hortensia. Er lebt niedliche Dinge und zeigt stets eine fröhlich positive Haltung. Wir müssen Typ, klar. Sieht man sofort. Ich meine, du bist ein Mann. Ne? Lieblicher Seufzer ist der Gegner männlich, fügt die Einheit ihn und Kampftreffer -20 zu. Getreu von Prinzessin Hortensia. Oberflächlich betrachtet erscheint sie sitzer, ist aber extrem eitel. So, habe ich jetzt eigentlich die anderen beiden hier auch bekommen. So, halt dann drei. Hey, guck mal hier. Alchrist. Von Selbstzweifeln gequälter Prinz von Brodia mit einem wilden Vorstellungskraft und ungeahnten Talenten. Ich beschütze dich, wird ein Verbündeter innerhalb von Zweifeln angegriffen, hält die Einheit Stärke +3 für eine Runde. Okay. Lord, geboren in einer Familie, die über eine Nation herrscht, kompetenter Bogenschütze. Okay. Was ist der Unterschied hier zwischen... Ist der überhaupt Unterschied? Sie ist eine Schützin halt, ne? So, Lapis. Ja, Schwertkämpfer. Keine Söldnerin. Treu vor Prinz Alkes. Hinter ihren stillen, zurückhaltenden Art verbirgt sich unermessliche Kraft. Geteilte Ausbeute. Befindet sich innerhalb eines Feldes um die Einheit. Ein Verbündeter erhält sie Treffer ausweichen +10 oder Leid kritisch -10. Ich mag ihr Design. Hier sehen sie cool aus. Schwertkämpfer, Fußsoldaten, die sich auf den Kampf mit dem Schwert verstehen, können Angriffe geschickt ausweichen. Ja. Söldner sind... Da gibt es ja keine Myrmidonen, nehme ich an, ne? Also Schwertkämpfer, die auf kritische Treffer ausgelegt sind. Aber ich glaube, die anderen drei sind dann nicht rekrutierbar. Aber wir haben ja jetzt schon hier drei Charaktere bekommen. Und hier haben wir jetzt Citrin. Adlige Getreue von Prinz Alchrist sorgt sich trotz ihren wilden Benehmens stets um ihre Freunde. Sie ist eine Magierin. Großzügigkeit. Verwendet diese Einheit ein Heilmittel, wird auch bei den benachbarten Verbünden die gleiche Menge KP wiederhergestellt. Das ist nicht schlecht. Ist jetzt schon Level 10. Die sind schon alle höher gelevelt als alle bei den anderen Charaktere. So. Ich kann 9 Charaktere mitnehmen. So, erst einmal Anna wegen Leveln. Wer muss denn hier noch leveln? Ich, hier sind viele Pegasus-Ritter, deswegen brauche ich einen Schützen. Du musst noch hochleveln. Ich glaube, wir können es sogar leisten, Fram mal hier draußen zu lassen, weil hier habe ich mir Kaya gegeben. Sie kann jetzt auch Heilstäbe benutzen. So, ich habe das Gefühl, ich werde Luis brauchen. Auf hier noch was haben wir ja noch, wir haben Langschwereisen, wir haben viele Lanzenkämpfer anscheinend, also der Butcherin eigentlich auch nicht schlecht, ne? Axtkämpfer, Schwertkämpfer, na, aber die hier sind Schwertkämpfer. Irgendwas hinterlassen. Eisengroßaxt. Ja, Meistersiegel, genau. Die ganze Zeit unten links hier. Wenn die Sachen grün sind, Stahlaxt. Na, von ihr. Problem ist, wir müssen ja sie erledigen, ne? Wie soll ich denn da bitte schon schaffen, die alle ja zu erledigen?
Und ich sehe gerade, sie hat auch diesen Kristall. Also ich muss sie zweimal erledigen. Ich glaube, da wird ein bisschen schwierig hier. So, wir nehmen noch mit Butcheron. Dann würde sagen, fliegen wäre ja ziemlich nützlich. Alfred, komm auch mal mit. Und nehmen wir, gute Frage, ne? Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Verteidigung hier. Ein Magier sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Wir sehen mit. So, jetzt muss ich meine Embleme noch austauschen. So, Clan. Ja, nein. Celine. Du nimmst dir mal Celica. So, Alfred. Du kannst mal ohne einen Regen hier rumlaufen, würde ich sagen. Ihn ja. Ich habe Chloe. Fliegende Einheit mit Sigurd. Plus 5 Bewegungsradius. Ja, das ist nicht schlecht. Aus so, Lena Celica. Du hast Sigurd. Wir sind immer noch Marv. Kann er überhaupt noch weiter leveln jetzt? Ich habe den ja sein Dings hier. Oh, kann er nicht. Oh. Ich habe mit dem noch ein Gespräch hier gemacht. Da will ich vielleicht, warte mal, doppelt die erhaltene Erfahrung des Trägers. Dann sollte ich vielleicht mal einen anderen mal Marv geben, solange, ne? Butcheron, wie wär's mit dir? Nimm du mal Marv. War so ein paar Punkte hier. So, dann kriegst du Stärke, physischer Angriff, Magie, Geschicklichkeit, Stärke, nur Stärke, KP. Ja, nehmen wir das. Okay, sind wir bereit? Ich glaube, wir sind bereit, ne? Wird schon schief gehen. So, auch Position ändern. Hier kann ich schon rein oder auch nicht, doch. Da kann ich mit Butcheron rein oder mit Louis. Ja. Wo ist Butcheron? Oder mit Anna? Ja, ne. Anna. Dann gehst du hier rein. Hier drei kümmert dich um den. Und auch. Oh. Kann ich dich erreichen mit Etty. Obwohl, wir haben ja zwei Bogenschützen jetzt hier. Oh. Ich muss mich aber nicht ansprechen oder so, ne? Ja, wird schon. Ich glaube schon so. Na, weißt du was? Da ist ein. Ich glaube, die schicken wir ja oben hin, so, ne? Oder hier. So, Anna kann noch heilen, speichern. Und dann sind wir eigentlich fertig, ne? Gut, schaffen wir so. Boom, los geht's. Oh. Ich hoffe, alle meine Charaktere hatten die richtigen Items. Habe ich gar nicht drauf gedacht. あなたは光栄よ。戻りなさい。待って、ストリニカ。あなたもどちらかというと光栄よ。もう。
Alles klar. Oh, oh. Ich hoffe, ihr beiden bewegt euch ein bisschen früher, weil ich gehe da nicht rein, wenn alle noch da am Leben sind. Okay. So, habe ich Yunaka mitgenommen? Ich glaube nicht, ne? Dreck. Genau, ich wollte nachgucken, ob ich sie ansprechen kann. Sieht aber nicht so aus. Ich nehme an, wir können die nicht ansprechen. Wenn noch, gucke ich nach dem Kapitel nach. Ich nehme mal sehr stark an, nicht, ne? Ich wollte Yunaka mitnehmen, einfach nur, weil die auch so ein Tattoo hatte im Gesicht. Aber was soll's. So, wenn wir hier hingehen, dann wirft er uns mit einem langen Schwert ab. Aber ist okay, ne? Okay. Ach, du bist in der Rüstung, sehe ich gerade. Boah, ich gar nicht gesehen. Vom Weiten. Verdammt. Wer hat den Hammer? Hast du einen Hammer? Du hast den Hammer. Aber er trifft mich. Habe ich mich jetzt schon hier? Oh, sie hat Donner. Das macht es ein bisschen einfacher. Ich habe gar nicht ausgewählt. Ich habe deine Kollegen ausgewählt. Schmetterwaffen, mächtige Waffen wie Klingen oder Großlanzen fügen Gegnern Schmetterschaden zu und stoßen sie ein Feld zurück. Du kannst Gegner den Staatsbruch zufügen, indem du sie gegen Einheiten oder andere Hindernisse wie Wände schmetterst. Diese Waffen sind jedoch schwer. Mit ihnen ist kein Folgeangriff möglich und der Gegner greift zuerst an, wenn du den Kampf damit initiierst. Das ist ein bisschen doof. So. Okay, jetzt hier drehen. Einmal Donner. So, aber er kriegt sie nicht. Er kriegt ihn nicht getroffen. 46% mit Waffenvorteil auch noch. Moment mal. Ach, er ist auf dem Feld, sehe ich gerade. Boah. Ich hätte da noch eine Möglichkeit vielleicht dazu erledigen. Ich kann aber bestimmt dich erledigen, ne? Ja, komm. Zeig, was du drauf hast. So. Was mache ich denn hier? Die Situation ist schwierig. Ich hätte da so eine Möglichkeit dazu erlegen. Ich glaube, ich weiß, was ich da mache. Wir machen Folgendes. Gib du mir mal deinen Donner. Jetzt gehst du hier hin. Und jetzt nimmst du dir den Donner. Ha. Und Magie ignoriert Ausweichbonusse von Feldern. Zack. So macht man das. Jetzt hat sie einen Donner. War übrigens ein lahmes Level Up. Hm.
Was? Sie macht den fertig. Auch ein Langspeer. Nein, danke. Na, oh, damit treffe ich aber nicht. Oh, ich hasse es, dass die auf so Felder sind, ey. Hm. Das ist so weit weg, ey. Sind hier so, ja. Wenn sie Bündnis hat, dann kriegt sie ja mehr Treffergenauigkeit, ne? Machen wir mal. So, gehen wir mal hier hin. Ja, sieht gut aus. Kraftimpuls. Aua. So. Bewegen wir dich hier unten hin, würde ich sagen. Oder hier oben, damit du in Heil Reichweite bist. So, wenn du jetzt treffen willst, das wäre sehr gut. Ich meine, du hast zwei Chancen zu treffen. RT, go. Jawohl. Okay, irgendwie haben wir halt überstanden. Niemand Heilung, niemand, doch. Weil du einmal angegriffen hast. Halt. Warte mal. Geschick 7 und ein Langspeer. Den kann Anna doch bestimmt doppeln, ne? Nee. Ja, fast. Nee, warte mal. Vor allem mit dem Dings kann sie ihn bestimmt nicht. Geschick 7, obwohl. Ist genau gleich stell. Okay, hinein. Dann heilst du die 1 AP von Ena, von ihr meine ich. Ja, vielleicht nicht mit Heilung. Bisschen sparsamer sein damit. Zack. So. Dich kriege ich nicht. Na, wenn ich ihn hier platziere, ne? Wird er gar keinen Schaden nehmen dann. Ja, ich will aber nicht, dass du Dings angreifst. Okay. Einer. Okay. Oh, oh. Oh, sie haut ab, oder? Oh, Lucina. Sie hat einen Ring. Das ist ja Two-Player-Skin von Lucina in Smash Bros. Ja, schneide ich dir wohl den Finger ab. Manche Gegner können Embleme im Kampf einsetzen. Diese dunklen Embleme gehen zwar kein Bündnis mit ihnen ein, ermöglichen ihnen aber Bündnisangriffe. Ein nicht markiert Gegner, die einen Bündnisangriff ausführen können, sei auf der Hochhut. Ist das nicht einer meiner Nachfahren?
solange sie sich um die halbe Karte bewegen kann wie meine Mutter, passt das schon. Da kommen die Magier. Das war eigentlich ziemlich doof von denen, sich zu bewegen. So, ich kann dich anschwächen. Bisschen so stark. Ich kann dich benutzen. Aber so. Das sah nicht schlecht aus, ne? Ja. Null Schaden. Da will ich sehen. Doof. Und dann gehst du da rein und machst den fertig. Ja. Sehr cool. Ach, das ist ein... Okay. Was machst du? Du hast Feuer, du hast auch Feuer. Oh wow. Du kannst ihn doch bestimmt erledigen, ne? Das ist bestimmt schnell genug, oder? Nö. Kann man die Dinger kaputt machen? Nee. Ja, mit dir da rein. Ich das neu erlebe, dass er Gegner doppelt. Ach ja, sie hat ja Donner. Aha. Halt. Okay, ist außer Reichweite. Ah, gehen wir komplett auf Nummer sicher, bitte. Aus der Feuer. Okay, sie wird definitiv einer der stärksten Charakter am Ende sein. Und wenn ihr dieses Spiel jetzt... Okay. Dich hoch. Okay, bis jetzt läuft das noch. Aber ich bezweifle, dass es so einfach bleibt. Es sieht noch relativ easy aus. Ich kann doch bestimmt dich erledigen, ne? Ja, möchte ich vorher heilen? Nee. Egal. Geht schon. Warte mal, ich hätte sie bestimmt mit einer anderen Lanze one shot. So, warte mal. 14. Das sind 7, da wird sie sogar überleben. Gut, locken wir dich mal an. So, jetzt muss ich dich aber erledigen. Ich habe 2 Schützen an meiner Seite. So, dann machen wir wieder Folgendes. Einige höhere Strategien hier. Aber ich will mit Etty den Kill abholen. Weil er ist schon Level 10. So, du musst natürlich hier treffen. Sieht gut aus.
Sehr gut. Jetzt habe ich noch alles im Griff. Jetzt gehst du da rein. Und ja, machst ihn platt. Oder sie, keine Ahnung. Cool. Fähigkeit, Verteidigung. So. Wie schwer ist Donner? Sieht man nicht, ne? Irgendwas sagt mir, ich werde eher meine Prinzessin hier benutzen als. So, du bewegst dich hier hin, ne? Das heißt Alfred. Du mach hier hin. Unterstützung. Und du gehst mal hier hin. Hast noch gar keine Action hier. Jetzt kommen sie von da, jetzt kommen sie von da. Ich habe ich dahin platziert. Du überlebst das. Autsch. So kann ich meine Schützen alle da. Also ich kann mit Schützen jetzt hier einfach ihm wegboosten. Ich auch, glaube ich. Ich glaube, ich hatte ich beide erledigen kriegt, ne? Da ist 9. Wie viel macht Alfred? 10. Perfekt. Ja, aber ich glaube nicht, dass er treffen wird. Verdammt, das ist auch Reichweite, Mann. Ich könnte den Weg ja blockieren, aber okay. Oh, ich sehe da gerade meiner vergessen. Ja, ja, verdammt, aber das können wir einfach. Okay, du, ich bewege dich hier hin. Aber was mal unten 14, das ist ganz schön heftig. Ich müsste mit allen Charakteren hier treffen, damit das hier was wird. Kein Erstfolgeangriff. Was bedeutet das? Also er greift mich an und ich mache den als erstes Schaden. Ich habe schon verstanden, wie die mir erklärt haben, aber was jetzt, ne? Nehmen wir dir mal das Eisenschwert und trotzdem da lang. Ah, da wird so. Sieh mal doch jemanden dahin. Vielleicht meine Schwertkämpferin bereit zum Angriff. Ah, da muss er halt hier einmal eine übergezogen bekommen. Was soll's? Wenn wir überleben. Ja, du gehst mal hier hoch. Pff.
kann so viel schief gehen. Und ich weiß, ich habe meine Zeit gezahlt, aber ich will die auch jetzt nicht so abusen. So unglaublich. Also wenn ich jetzt absolut muss. Kannst du von da aus heilen, Anna? Und sowieso keinen von da, ne? Okay. Ich kann dich da hin bewegen, sehe ich gerade. Ne, kann ich nicht. Da ist. Verdammt. Ich muss ja warten. Verdammt, ich hätte ihn mal hier bewegen sollen. Na, was wollte ich mache? Eigentlich ganz einfach, sehe ich gerade. Also, du kommst nicht hier rum. Aber kommt da, er kommt gar nicht darum, sehe ich gerade. Er kommt hier nicht durch. Ah, mein Gott. Mach ich mir hier in so einen Kopf dann, ey. Oh. Ist irgendwie in Charakter, als sie einen Heilstab hat, so wie in welches Spiel war es nochmal, Awakening oder Fates, wo sie auch als Dieb reingekommen ist, aber mit einem Heilstab. Wir konnten ja einen Heilstab benutzen in dem Spiel Awakening, glaube ich. So. Und das wird schon so. Ich habe gar nicht gesehen, hat dieser eine Ort da irgendwie nicht. Schick dich mal hier oben hin, damit du, wenn du Feuerfälle den Pegasus-Ritter da erledigen kannst. So. Ach, jetzt kann ich nicht kontern, verdammt. Ah, nee. Ritter können ja nicht gebrochen werden. Ich vergesse das jedes Mal. Oh, cool. Ich konnte ihn angreifen. Warum sollte man dann jedes Mal diese Dinge einsetzen? Er ist ja voll kacke. Dann greifst du den Gegner an und der greift dich vorher an. Ja, voll schwachsinnig.